Leute, so soll das aussehen hier, so soll das aussehen. Affengeil. Und ich habe schon wieder gesucht hier, tagelang und tagelang. Wo gibt's denn mal endlich wieder einen Spot mit Frequenz? Und das scheint endlich mal wieder ein Spot zu sein mit wilder Frequenz. Eigentlich ist es mir wurscht, was es ist. Beim Grundangeln, Hauptsache ist, es lübt der Lachs. Das ist das A und O. Und aus diesem Grund habe ich jetzt in den letzten Tagen, hoppala, habe ich in den letzten Tagen den Windenbach rauf und runter geangelt, den Moskito rauf und runter geangelt. Dann hatte ich vor ein paar Tagen die Brassen gesucht, ohne Ende rumprobiert an der alten Festung. Ich muss ja mal so langsam hier mit meinem fast Level 16 Grundangel-Account mal ein bisschen Erfolge an Land ziehen und natürlich auch Kohle machen, denn jetzt mittlerweile, wo ich so ziemlich alles geskillt habe, was ich brauche, können wir gleich nochmal kurz reingucken, muss es natürlich auch mal weitergehen. Kohle sparen jetzt, damit wir dann so ungefähr in ein, zwei Leveln, zwei, drei Leveln so langsam Richtung Karpfenpuff gehen können oder uns dann, ja, ich sag mal, spätestens mit Level 20, 22 ein richtig geiles Setup kaufen können. So, und deswegen bin ich ganz froh, dass ich hier an diesem wunderschönen kleinen Plätzchen endlich mal wieder eine schöne Frequenz gefunden habe. Der hat nicht gehakt. Das ist halt das Räudige an diesem Fisch. Aber wir verzeihen es ihm. Ha, Rotaugen. Das olle Rotauge. Oftmals nicht direkt gemocht. Aber ich bin damit sehr zufrieden. Sortieren wir mal eben nach Gewicht. Ich brauche noch 5 weitere Rotaugen in der Gewichtsklasse von 750 plus. Dann kann ich einen wunderbaren Kaffeeauftrag auch noch abschließen. Und ich sag mal, alles so in dieser Reihe hier, 400, 500 Gramm, ist auch schon ganz schön für die Kohle. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Nach Fangzeit, 15 Minuten, 17 Fische, ist also eine gute Frequenz. Da geht aber auch noch ein bisschen mehr. In den ersten Minuten war es natürlich noch ein bisschen mau. Ich habe jetzt hier meine ersten Futtermischen gerade ausgeschmissen auf Rotauge. Und jetzt gerade die Abendstunden waren wild. Die gingen richtig gut los. Ich werfe noch mal ein bisschen weiter aus hier. So. Und dann gehen wir auch noch mal eben auf die Montage hier ein. Schön im Detail. Mit was bin ich denn hier unterwegs? Immer noch Standard Startset Feeder. Also Starter Set Feeder. Nichts dran geändert. Beziehungsweise was ich geändert habe, aber auch schon vor Tagen, ist natürlich hier das Feederkörbchen dran machen. Dann kommt hier eine Rotaugenmische dran. Ein 6er Haken, denn größer als 6er Haken geht nicht die Borkenkäferlarve. Und das madige Gerät schmeißen wir dann hier raus. Wenn ihr klippen wollt, dann mit Clip. Denkt euch einen aus, keine Ahnung, 12 Meter, 15 Meter, wie auch immer. Ich werfe hier, ich lade hier bis ungefähr 5 nach halb auf den Balken und werf einfach raus. Und dann ist das gut. Siehst du, nächstes Ding, macht da wieder einen auf den hier. Ab, raus damit. Und dadurch werfe ich quasi immer an der gleichen Stelle. Ich habe keinen Bonusverschleiß, weil das Klippen ja auch nochmal zusätzlich für etwas Verschleiß sorgt. Und ja, raus damit, ne? 6er Haken, alle Routen sind gleich zusammengebaut. Von daher ganz easy. Da geht es mal ein bisschen weiter. Auch okay. Wie gesagt, so zwischen 12 und 15 Meter hier an der Stelle kann man das machen. Wo stehe ich hier? Am Belaya. Am Belaya, Level 12 Gewässer. Ich habe immer noch keine Karte. ja, aber ich bin mal wieder hier an diesem Busch. Also hier
Da startet man ja, da ist ja das Feuer hier, zack, wieder zu dem Busch gerannt. Nochmal schön auf Rotaugen kloppen. Wie gesagt, mit Borkenkäferlarve lübt das ganz gut. Wenn ihr keine habt, am besten diese Futterbox kaufen und dort einfach, keine Ahnung, fünfmal die Futterbox, dann hat man 150 von den Borkenkäferlarven und dann lübt der Lachs. Teige kann man natürlich auch ausprobieren. Sowas wie Perlengraupe müsste funktionieren. Was haben wir denn noch? Haferbrei könnte sogar auch noch funktionieren. Also so ein paar Teige, Weizenkorn, wenn man das mal gemacht hat, kann man natürlich auch verwenden. Das sind so typische, klassische Köder. Ja, das sind alles sonst irgendwelche Köder, die ich mir größtenteils alle selbst hergestellt habe. Ein Teil hier, wie zum Beispiel Mistwürmer, hatte ich mir gerade noch einmal für 100 Silber geholt. Mistwürmer immer wieder ein Top-Köder, hauptsächlich eben auch für einen Windenbach. Da lübt das wunderbar. Am Windenbach, auch an verschiedenen Stellen, gerade der Donnenkaulbarsch. Also läuft da wirklich gut. Und bei den Futtermischen, ja, habe ich auch noch ein bisschen was rumliegen. Das ist eigentlich nicht ganz so viel. Und da müsste ich eigentlich auch noch mal ein bisschen weitermachen. Ich würde gerne so im Bereich von ungefähr 50% noch landen. Hader allerdings damit, da jetzt irgendwie viel Kohle reinzuballern. Aber so 50% wäre nicht schlecht. Mit dem Maismehl kann man noch mal viel machen. Zum Beispiel dann auch irgendwie in Richtung Schleie auch noch mal gehen. Erbsen gemahlen, auch das nochmal ganz interessant. Natürlich auch da irgendwann fürs Karpfenangeln. Genau, Köderbeschaffung 41%. Jetzt, wo ich es gerade sage, schnell wieder buddeln. So, lübt 13 neue, sehr gut. Und es geht wieder los. Ja, das Schöne hier am Belaya, es ist gleich schon wieder hell. Das dauert ja gar nicht so lange hier. Ist ein Gewässer, wo die Nacht nicht ganz so lange ist. Das ist halt ganz schön fürs Spinning. Und ja, ich ziehe hier munter raus. In der Hoffnung, dass man halt hier jetzt mal einfach einen richtig, richtig guten Schnitt hat. Wie gesagt, die letzten drei Tage würde ich sagen, an den verschiedensten Gewässern lübt eine Zeit lang. Und dann, weiß nicht, so 10 Minuten Pause zwischendurch, war nicht so das, was ich mir oft habe. Ich angle eigentlich gerade so ein bisschen nebenbei. Gerade hier mit dem Tutorial-Account, das muss halt so ein bisschen nebenbei laufen. Und da wäre halt trotzdem eben ganz gut, wenn da so ein bisschen frequent ist, ne? Dass wenn ich schon die Zeit jetzt quasi gerade nutze und mit dem dann online bin, dann muss es eben auch lüppen. Weil ich habe ja nicht so viel Zeit mit mehreren Accounts, dass dann gleichzeitig irgendwie, dass die weiterkommen, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ja, das ist halt natürlich so ein typisches Zeichen jetzt hier vom Rotauge. Wenn das hier die ganze Zeit so zuppelt, später kann das natürlich an anderen Gewässern auch ein Amur sein. Der macht Ähnliches. Gerade die etwas kleineren Amure, so 3,5 Kilo, die zuppeln auch gerne mal so rum. Aber hier in dem Fall sind wir jetzt gerade hart auf Rotauge. Und ja, so ist das nun mal mit den Rotaugen. Die können sich schwer entscheiden, wenn sie sich dann entschieden haben, jawolski, dann ziehen sie ab. Schön. Sieht nach Gewicht aus, könnte vielleicht aber auch, oh, vielleicht doch ein Giebel, ey. Gerade übrigens am Windenbach in der Nacht natürlich nochmal schön auf Kaulbarsch gewesen. Guck mal da, ein Giebel. Da müssen wir ein bisschen weiter. Kaulbarsch lübt auch da ganz gut. Donnenkaulbarsch. Also ruhig nachts da natürlich probieren. Aber wie gesagt, im Moment die beste Frequenz und auch kontinuierlich hier an der Stelle. Da fällt mir gerade noch ein, ich gehe mal eben auf die Map. Für den Windenbach und Muscheln. Ich habe ein paar Muscheln gefangen und zwar also wirklich viele Muscheln. Am Windenbach, mal eben den Spot nochmal, falls ihr da gerade einen Muschelauftrag im Café habt. Und zwar da, wo das Tutorial eigentlich, das Spinning-Tutorial ist an der Stelle,
quasi neben dem Café. Das ist so ungefähr 73, 88. In dem Bereich einfach mal mit einem kleinen Haken und Made auf Grund. Da sind bei mir einige Muscheln dran gegangen. Also wenn ihr das ausprobieren wollt, ab dafür. Und mein liebster Spot am Windenbach gerade für Kaulbarsch ist so im Bereich von, na, ich glaube, der ist ungefähr hier, 100, nee, das ist 97, 107, da ungefähr müsste das sein, 97, 107, einfach da, in, da ist so eine kleine Lücke zwischen dem Schilf, auch da so 12 Meter ungefähr rauswerfen, nachts auf Kaulbarsch, manchmal auch ein Don, lübt wild. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumprobieren, fleißig den Kescher voll machen und dann hatte ich hier geplant, am Belaya auch nochmal so Larven und sowas zu testen. Also Köcherfliegenlarve und so zum Beispiel, Borkenkäfer, aber das dann hier in diesem Bereich, wo hier die Forellen eher und die Eschen unterwegs sind. Bin ich gespannt, ob da ein bisschen was geht, ob da was reinrasselt. Jetzt im Moment, wie gesagt, mache ich nochmal Gas auf Rotauge und dann gucken wir gleich mal rein, was das denn so gebracht hat. So, und mittlerweile lüptet ja auch wieder ganz gut. Es gab auch hier tatsächlich gerade eine kurze Flaute. Ein wenig so in den Morgenstunden, aber es läuft auch wieder an. Ich hatte auch nochmal mit ein paar verschiedenen Teigen nochmal probiert, auch mit dem Knoblauchteig. Dann hatte ich mit der Köcherfliegenlarve hier auch nochmal probiert und mit dem Mistwurm. Und auch die Köder waren alle nicht so gut. Und deswegen bin ich wieder zurück nochmal zur Borkenkäferlarve und das Gerät funktioniert tatsächlich wunderbar. Wirklich gut. Und im Moment sieht es auch gut aus. Der Kescher füllt sich, alles schön silber. Zwischendurch waren auch, ich glaube, zwei Nasen waren mit dabei. Dann hatte ich hier natürlich noch ein paar Giebel mit dabei. Wenn wir es hier nach dem Gewicht mal sortieren, die Giebel hauen natürlich gewichtsmäßig immer ganz gut rein hier. Und ja, ich brauche noch ein paar Minuten wahrscheinlich, bis ich sämtliche Rotaugen mit dem Gewicht von 750 zusammen habe. Wie gesagt, 7 Stück braucht man und 750 Gramm ist für ein Rotauge auch schon echt groß. Also das sind schon ordentliche Karfensmänner dann. Und wenn ich die dann zusammen habe, dann sind das so ungefähr 50 Silber waren das, glaube ich, oder 47 Silber für einen Kaffeeauftrag. Ich würde sagen, wir gucken mal eben rein, was das Ganze denn ohne Kaffeeauftrag gebracht hat. Die eine hier, den nehmen wir nochmal eben mit. So, zapp und zapp. Zwischendurch dann auch durchaus auch nochmal den Anschlag setzen. Zack, jawohl. Raus damit. Die lassen wir jetzt hier schön zappeln. Ich komme ja gleich wieder. Entspannt euch, ihr Ruten. Und dann gucken wir mal eben rein, wie das denn so aussieht. Ist ja alles hier schön in der Nähe. Das ist dann immer praktisch. Ich mag solche Spots, wo man nicht so weit latschen muss. Das ist immer schön. Genau, hier ist der Auftrag. 48 Silber tatsächlich. Da muss ich noch 4 Stück rausziehen. Aber dann gibt es einfach nochmal Bonuskohle. Dicke, fette Nase habe ich auch noch nicht. Haben wir hier noch was drin? Güster. Nee, Rapfen auch nicht. Lauben kann man natürlich an der Stelle auch, wenn man Bock hat, mit der Stippe zu hantieren, tatsächlich auch an der Stelle mit der Laube mal probieren. Funktioniert auch. Und wo ich gerade den Krebs gesehen habe, da werde ich an der Stelle auch mal mit dem Regenwurm und mit dem Mistwurm in der Nacht nochmal ausprobieren. So, in Gänze sind wir hier und man sieht es auch schon ganz gut. Ja, wir sind jetzt bei 74 Silber, etwas mehr als einer halben Stunde. Das sieht doch ganz gut aus jetzt hier. Kann sich sehen lassen, 74 Silber. Das heißt, die Stunde mit 100 Silber oder 100 Silber plus kriegen wir auf jeden Fall hin. Hatte ich jetzt in den letzten Tagen, wie gesagt, am Windenbach seltener. Mir fiel gerade beim
beim Weideangeln noch eine Stelle ein am Windenbach, wenn man Bock hat auf ein bisschen dickere Brocken. Dann gehen auch da zurzeit die Brassen. Vielleicht da auch nochmal ausprobieren. Ich suche gerade nochmal da den Spot raus. Windenbach, Karte, genau. Eigentlich einer der klassischen Spots oben, wo die Birken sind. Die meisten werden das kennen. 111, 126 ungefähr. Da hat das mit Erbsenbrei zum Beispiel auch ganz gut funktioniert. Nachts natürlich dann auf Brassen. Große Haken, 4er bis 1er Haken, also richtig großes Setup verwenden. Damit kommt man dann auch zurzeit auf, ja, in einer Stunde auf jeden Fall auf über 100 Silber. Und man hat eben ein paar dicke, fette Drills auch mit dabei. So, ich muss noch ein bisschen weitermachen. Level 16 wäre mal nicht schlecht. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher im Stream auf Twitch. 21 Uhr geht's wieder los. Oder dann im nächsten Video, wenn dir das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn nicht schon längst geschehen. Und dann weiter angeln. Petra.